So, jetzt ist nämlich Schluss mit der Bierklauerei die ganze Zeit. Ich schlag das jetzt alle in die Luft hier. Was ist das jetzt für Malama hier? Was, hast du schon wieder eine Bombe gebastelt oder was? Das geht dich überhaupt nicht sein, ob ich eine Bombe bastel. Hör mal, lass die Jacqueline in Ruhe jetzt. Ich lass die Jacqueline nicht in Ruhe. Ich wollte die nicht in Ruhe lassen, die Jacqueline. Das ist mein Bier und mein Kühlschrank, ja? Ja, das ist typisch. Wir Psychologen sprechen von einem sogenannten Streit. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, was hab ich davon? Da hat er gesehen, was er davon hatte. Ja, dann hatte ich ja gesehen, weil... Jacqueline, nimm die Katze aus dem Goldfischglas! Boah. Na, jedenfalls hatte ich dann gesehen, was ich davon hatte. Au! So. Ich habe dir gesagt. Ich hatte ihm das gesagt. So, der Papa entschärft jetzt mal die Bombe hier. Ich dachte ja, jetzt schneidet er mich los. Und ja, aber so sind sie ja, die Männer. Jetzt hatte ich einmal Ruhe, da schneide ich dich doch nicht los. Ja, das war schön mit der Jacqueline, dass die endlich mal ruhig war, ne? Das war das rote Kabel. Aber mich fragt ja keiner, ne? Schweiß, das blaue Kabel! Wir Psychologen reden hier von einem dysfunktionalen Erkenntnis-Performance-Problem. Kurz DEP. Ich werde alle in die Luft springen! Herzlich willkommen beim omnipräsenten Operationsportal zum Siegen. Oho, Siegen! Bitte sagen Sie 1, wenn Sie Donuts bestellen möchten. Sagen Sie 2, wenn Sie eine Verfolgungsjagd bestellen wollen. Oder sagen Sie 3, wenn Sie ein Passwort zur Entschärfung einer Bombe benötigen. 3. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben ein Passwort für das Entschärfen einer Bombe bestellt. Gute Wahl! Bitte nennen Sie Ihre persönliche Agentenkennzahl. Der Geburtstag meiner Mutter. Das habe ich nicht verstanden. Bitte wiederholen Sie. 56. 34. Das habe ich nicht verstanden. Ich verbinde Sie zu einem omnipräsenten Operator. Siegen. Sie sprechen mit Jacqueline Werner. Ich brauche ein Passwort zum Entschärfen einer Bombe. Adresse, Geburtstag. Ich bin Geheimagent. Das sagen alle, die hier anrufen.